Also erstmal bin ich froh, dass ich in diesem Saal bin, weil da fühle ich mich doch schon ein wenig zu Hause. Wie Professor Radke schon sagte, die letzten vier Filme hatten hier ihre deutsche Erstaufführung, und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass ich heute in diesem Saal und von hier aus zu Ihnen sprechen darf. In Duisburg hatte ich versucht, den Unterschied von Geschichte und historischem Film anhand einiger meiner Filme und Filmausschnitte zu veranschaulichen. Heute werde ich einen neuen Aspekt ansprechen. Wie kann man sich oder wie kann ich mich einer historischen Gestalt nähern? Nachdem mein Film Hannah Arendt in die Kinos kam, hatte hier auch Premiere, Uraufführung, ist mir vom Pieper Verlag, in dem fast alle Schriften von Hannah Arendt erschienen sind, vorgeschlagen worden, ein Buch über Hannah Arendt zu schreiben. Ich war von diesem Angebot zunächst überrascht, weil ich denke, es gibt schon so viele Bücher, Biografien und Texte über sie, dass ich nicht noch ein weiteres Buch hinzufügen sollte. Es war, so wurde mir dann aber erklärt, gar nicht als eine neue Biografie gedacht, sondern ich solle meine Annäherung an sie beschreiben. Und wie ich das Fürchten vor ihr verlernte. Ich habe das Angebot abgelehnt, weil ich es bei dem Film belassen wollte. Es auch nicht glauben mochte, dass Leser sich für meine Zweifel und Ängste interessieren könnten. Ich habe die Lektorin des Verlags mit dieser Absage enttäuscht. Sie war im Gegensatz zu mir überzeugt, dass Menschen, denen der Film gefallen hatte, neugierig darauf sein könnten zu erfahren, wieso ich mich an eine so bedeutende Frau und Philosophin herangewagt habe und ob mich nicht manchmal der Mut verließ. Ich werde heute vor Ihnen versuchen, diesem Wunsch nachträglich Folge zu leisten. Und ich werde die Schwierigkeiten der Annäherung nicht nur an meinem Film über Hannah Arendt beschreiben, sondern an zwei weiteren historischen Frauengestalten, Hildegard von Bingen und Rosa Luxemburg. Wobei ich mich auf eine Aussage von Hannah Arendt, die sie am Ende ihres Lebens in einem Interview gemacht hat, berufen möchte. I would like to say that everything I did and everything I wrote, all that is tentative. I think that all thinking has the earmark of being tentative. Und alles, was ich in einem Film und über einen Film sagen kann, ist es ebenso. Was bedeutet es für einen Filmemacher, sich einer historischen Person auszusetzen? Denn ohne sich ihr auszusetzen, ohne den Versuch, sich in ihr wiederzufinden und zu spiegeln, sich durch eine anfängliche Fremdheit hindurchquälend zu einer Art von Vertrautheit zu gelangen, kann es auch beim späteren Zuschauer zu keiner Anteilnahme kommen. Hannah Arendt ist, wie ich schon sagte, in meinem filmischen Leben nicht die einzige Frau, bei der ich versucht habe, sie mir gewogen zu machen. Allerdings ahnte ich von Anfang an, dass sie mir die meisten Widerstände entgegensetzen würde. Sie war eine Frau, die ganz im Gegensatz zu ihrer amerikanischen Schriftstellerfreundin Mary McCarthy äußerst zurückhaltend über ihr Privatleben und ihre Gefühle Auskunft gab. Fremden gegenüber schon mal gleich gar nicht. Und eine Person ausschließlich intellektuell zu ergründen, ist für mich nicht ausreichend. Es gibt Filme, die entstehen ganz in einem selbst. Man setzt sich hin, fängt an zu fantasieren und es ist, als öffne sich ein Reißverschluss zum eigenen Unbewussten und damit natürlich zum eigenen verborgenen Leben. Das ist mir geschehen mit meinem Film Schwestern oder Balance des Glücks. In ihm habe ich vorweggenommen oder erahnt, dass ich eine Schwester habe, von der ich zu dem Zeitpunkt noch nichts wusste. Und andererseits gibt es Filme, Stoffe oder Figuren, die von außen an einen herangetragen werden, von denen man zunächst nicht glauben mag, dass sie mit dem eigenen Selbst etwas zu tun haben könnten. Und es dauert lange, bis man ein Sensorium für die Korrespondenzen im Sinne von Baudelaires Correspondance entwickelt. Der Gedanke, über Hannah Arendt einen Film zu machen, stammt also nicht von mir. Martin Wiebel, ein langjähriger Freund und Förderer meiner Filme, Redakteur beim WDR,
überfiel mich regelrecht mit dieser Idee, nachdem ich Rosenstraße abgedreht hatte. Die Filmarbeiten waren sehr anstrengend gewesen und ich hatte mir vorgenommen, in aller Ruhe über einen neuen Filmstoff nachzudenken. Meine erste Reaktion war Kopfschütteln und völliges Unverständnis für sein Ansinnen. Ein Film über eine Philosophin, deren Hauptbeschäftigung das Denken und Schreiben war. Völlig unmöglich, das kann man filmisch gar nicht darstellen. Damit war dieses Thema für mich zunächst vom Tisch. Aber nach einer Weile erinnerte ich mich daran, dass ich dieselbe voreilige Reaktion schon einmal gehabt hatte. Rainer Werner Fassbinders letztes Projekt war ein Film über Rosa Luxemburg gewesen. Und nach seinem Tod kam sein Produzent auf mich zu und meinte, ich sei es meiner Freundschaft zu Fassbinder schuldig, den Film zu übernehmen. Und vor allem, weil ich eine Frau sei. Dass mir das zum Vorteil gereichen könnte, vernahm ich damals Herbst 82 zum ersten Mal. Und ich lehnte ab. Zu dem Zeitpunkt kannte ich wenig von Rosa Luxemburg, obwohl sie eine der Ikonen der 68er war und ihr Bild auf den Schildern, die Studenten damals durch die Straßen trugen, neben den Köpfen von Marx, Lenin und Ho Chi Minh auftauchte. Zwischen all den Männern nur diese eine Frau. Dabei war mir aufgefallen, dass ihr Gesicht besonders traurig wirkte und gar nicht so kämpferisch, wie ich das von einer Revolutionärin erwartet hätte. Dieser Widerspruch hatte mich neugierig gemacht. Vielleicht war das auch der Grund, um dem Drängen des Produzenten zu Labs doch nachzugeben. Widersprüche haben mich schon immer gereizt. Allerdings stellte ich eine Bedingung, dass ich mein eigenes Drehbuch schreiben, das heißt herausfinden könnte, was mich ganz persönlich an Rosa Luxemburg in Schwingen versetzen würde. In the mood for love, sozusagen. Ich habe bei meinem letzten Auftritt in Duisburg, Sie sehen Auftritt, eigentlich sollte ich sagen Vortrag, aber das ist die Sprache verrät mich, ich bin Schauspielerin. Ich habe beim letzten Auftritt in Duisburg über die Historie in meinem Film gesprochen und dabei versucht, eine Verbindung herzustellen zu meiner eigenen Biografie. Rosa Luxemburg war Revolutionärin. Meine Mutter und ihre Familie als baltische Adlige wurden durch die Revolution, der Rosa mit Begeisterung anhing, aus Moskau vertrieben und waren damit staaten- und heimatlos. Als Kind hörte ich immer wieder nur, dass die Bolschewisten an ihrem Unglück schuld waren. Und einige von ihnen hatten sogar Hitler dafür gedankt, als er den Krieg gegen Russland anfing. Meine Mutter las Memoiren von Alexander Fjodorowitsch Kerensky, von Wolfgang Leonhard, die Revolution entlässt ihre Kinder, und anderen, die sich vom Kommunismus losgesagt hatten. Sie las weder Marx noch Rosa Luxemburg. Plötzlich sah ich im Angebot, den Film über Rosa Luxemburg zu machen und damit über eine Zeit, die ich selber nicht miterlebt hatte, eine Möglichkeit, etwas von unserer Vergangenheit zu verstehen. Woher kamen wir und was hatte dieses Jahrhundert mit uns gemacht? Es wurde ein langer, fast könnte ich sagen, steiniger Weg. Das heißt, ein Weg über viel Asphalt. Um noch unveröffentlichte Texte von Rosa Luxemburg einsehen zu können, musste ich ins Institut Marxismus-Leninismus nach Ost-Berlin pilgern. Ich musste jedes Mal mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Friedrichstraße fahren. Auf dem Bahnsteig patrouillierten die Fopos. Bei der Fasskontrolle wurde ich in rüden Ton aufgefordert, mein Ohr frei zu machen, wobei es mir nie gelang, auch nur das geringste Lächeln von den stur dreinblickenden Kontrolleuren zu erheischen. Von der Friedrichstraße aus musste ich zu Fuß über die Karl-Liebknecht-Straße bis zum Institut-Ecke Pikallee laufen. Dass ich überhaupt in diesen Tempel des Marxismus eingelassen wurde, hatte ich einem Missverständnis zu verdanken. Vielen westdeutschen Historikern und Wissenschaftlern wurde zu der Zeit der Zutritt verweigert. Der Grund? Ich war völlig blauäugig Mitglied in einer westdeutschen Friedensbewegung geworden, die, wie ich erst später erfuhr, von der DDR finanziert war. Die Zensoren nahmen deswegen wohl an, ich sei der DDR freundlich gesonnen, vielleicht sogar Mitglied der DKP. Dennoch durfte ich keinen Schritt alleine machen.
wurde so ein Tage ins Raucherzimmer, damals war ich noch Raucherin, von einem Historiker begleitet, der dann immer so tun musste, als sei er auch ganz süchtig auf eine Zigarette. Zum Glück habe ich sehr bald die dortige Rosa-Luxemburg-Expertin Annelies Laschitzak kennengelernt, mit der ich bis heute befreundet bin. Aber auch sie musste trotz unserer Freundschaft über mich Bericht erstatten. Und, wie ich nach dem Mauerfall aus den Graupapieren entnehmen konnte, sie tat es, ohne mich zu denunzieren. Sie hat mich sogar, obwohl sie Parteimitglied war, davor gewarnt, eine Koproduktion mit der DDR anzustreben. Sie werden einen Sockelfilm von dir verlangen, genau wie unser Film über Clara Zetkin einer war, warnte sie. Ich habe ihre Warnung ernst genommen. Diese Recherchen, genau wie die späteren zu meinem Film Rosenstraße, wurden für mich so etwas wie ein nachgeholter Geschichtsunterricht. Ich bin nicht nur viele Wochen lang nach Ost-Berlin gereist, sondern ebenso nach Warschau, wo Rosa Luxemburg zu Anfang des Jahrhunderts eine Zeit lang im Gefängnis saß. Aber je mehr ich von Rosa Luxemburg und über sie erfuhr, desto unsicherer wurde ich. Ein polnischer Kollege, vehementer Antikommunist, wie so viele Polen damals, meinte, lass sie im Landwehrkanal liegen, wo sie hingehört. Warum willst du sie da rausholen? In den Biografien, zumeist von linken Historikern geschrieben, fand ich fast nichts über ihr privates Leben. Es ging um die Partei, um die richtige Interpretation des Marxismus und des Klassenkampfs, aber doch nicht etwa um Liebe und Freundschaft, zumal wenn sie keine nur politischen waren. Und es ging mir beim Lesen dieser Biografien ein wenig so wie Rosa Luxemburg selbst, die sich einmal in einem Brief an Leo Jogisches, ihrem polnischen Geliebten und Genossen, beklagte. Seitenlange Ausführungen über die Parteiarbeit, aber kein Krümel von einem normalen Leben. Ich bin manchmal so müde gewesen, dass ich fast ohnmächtig geworden bin von ihrem Geschmiere. Wann haben wir denn wirklich gelebt? Das normale Leben, wo konnte ich etwas darüber erfahren? Zum Glück hatte Rosa an die 2500 Briefe hinterlassen. Sie gaben mir Auskunft über ihre Vorlieben und Abneigungen, ihre Liebesbegegnungen und ihre Momente der Verzweiflung. Und dennoch, um an die verborgenen Seiten ihrer Person heranzukommen, habe ich sogar zu der Methode der aktiven Imagination Zuflucht gesucht. C.G. Jung hat sie beschrieben. Man setzt sich auf den Boden und schließt die Augen und wartet auf das, was die Fantasie einem anbietet. Ich nahm mir vor, Rosa zu treffen, damit sie mir sagte, mir Dinge verriet, die ich in den Büchern nicht fand. In einer dieser Sitzungen sagte sie mir, nur um ein Beispiel zu nennen, wie so etwas funktioniert, denkt daran, ich hatte sehr schönes, langes Haar. Und wenn ich mit einem Mann zusammen war, habe ich es über ihm ausgebreitet. Es gab ja nur Fotos von ihr, auf denen sie die Haare, wie alle Frauen dieser Zeit, hochgesteckt trug. Und man verfällt damit automatisch dem Irrtum, sie sich nur so züchtig vorzustellen. Während ich also nicht zuletzt auf diese abenteuerliche Weise auf der Suche nach ihr war, ging ich durch regelrechte Wechselbäder. Las ich einen Brief an ihre Freunde, erschien sie mir warmherzig und liebenswert. Las ich eine Rede gegen die Parteigenossen, wirkte sie rechthaberisch und arrogant. Danach las ich wieder einen Brief und fand sie bewundernswert. Zwischendurch ging mir ihre Schwärmerei für Pflanzen und Tiere auf die Nerven und ich musste erneut zu einem scharfen politischen Text greifen. So ging es eine Weile hin und her, bis ihre Person immer deutlicher und plastischer wurde, immer reicher und widersprüchlicher. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Ausschnitte aus dem Film zeigen, um mich verständlich zu machen. Der erste zeigt sie auf einem Parteitag der SPD, der zweite im Gefängnis in Wronke, in dem sie ab 1916 in Sicherheitshaft saß, um ihre leidenschaftlichen und scharfen Antikriegsreden weiterhin zu unterbinden. Ich warte noch ein paar Worte zur Rede Bebels zu äußern. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe, denn ich saß da auf der linken Seite und er hat heute nur so nach rechts gesprochen. Er sagte, was in Deutschland geschehen könnte und müsste, falls wir durch eine Intervention Preußens in einen Krieg mit Russland gebracht werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe.
Aber soviel ich ihn verstehen konnte, war der Sinn der, falls sie vor den Krieg gebracht werden, können wir nichts machen. Unsinn! Ich bin ein lediger Mensch ohne Haut geworden. Ich erscheine in meinem Gegenstand und darauf habe ich gelebt. Als du sich dieser Dank an mich verfolgt und ängstigt. Ich stelle mir vor, dass ich wieder in einer gefüllten Sache muss. Dass aus mich das brille Licht, das Stimmengewehr der Länge anregt. Und mich der übliche tausende Zweifel entwickelt, während ich mich zum Podium durchdringe. Ich habe das Gefühl, dass ich plötzlich ausreißen werde. Dadurch, dass mein Bild von ihr gefestigter und facettenreicher wurde, kam es bei mir zum nächsten Angstschub. Wie konnte ich diese Vielfalt, diesen Reichtum ihrer Persönlichkeit in einem Film von nur 2 Stunden wiedergeben? Zuletzt siegte meine Bewunderung, wie sie die Männer der Sozialdemokratie immer wieder herausforderte und anstachelte, wie sie gegen diese Phalanx von Bequemlichkeit anrannte und anredete. Und es rührte mich ihre Zuversicht. Ich als Nachgeborene, die ja schon wusste, was das 20. Jahrhundert an Schrecknissen bereithielt, war berührt von ihrem Glauben, dass sie sich trotz der wideren Zeiten noch alles zum Guten wenden würde. Aus dem Gefängnis heraus sprach sie ihren Freunden Mut zu und riet ihnen, an die Geschichte zu glauben, die so viel weiser sei als die Menschen. Nach 2 Jahren der Recherche fing ich an, ihr und meinem Bild von ihr zu vertrauen. Ich erkannte in vielem mein Leben in ihrem wieder. Toute proportion gardée natürlich. Auch ich musste mich oft zur Wehr setzen gegen männliche Vorurteile und Verächtlichmachung. Bei Rosa Luxemburg kam hinzu, dass sie Jüdin war und viele in der damaligen Gesellschaft, sogar in ihrer Partei, antisemitisch eingestellt waren. Es gibt Karikaturen von ihr, die heute zu einem Aufschrei führen würden. Und wie oft wurde sie sogar von den eigenen Genossen als hysterisches Weib abgetan. Diese Unterstellung von Hysterie, die man zumeist Frauen gegenüber macht, die klug sind und sich und ihre Ideen durchzusetzen versuchen, wir kennen das ja auch heute noch. Meistens sind es bei uns die Frauen der Grünen, die sich das anhören müssen. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Szene, in der die Genossen der SPD versuchen, ihre abwertende Haltung den beiden Frauen Rosa und Clara Zetkin gegenüber ironisch zu verbrämen, worauf Rosa auf grandios schlagfertige Weise antwortet. Genauer gezielt. Und womöglich getroffen. Wer dein Grabprofil weiter finden will. Die 2 große Frauen sind vor uns gegangen. Die werden uns ewig unvergessen bleiben. Hier ruhen 2 edle, tapfere Frauen, deren unermüdlicher Kampf um Fortschritt, Frieden und Gerechtigkeit für uns alle immer ein Vorbild bleiben wird. Warum nicht einfach hier ruhen die beiden letzten Männer der deutschen Sozialdemokratie? Wir stehen viel mächtiger da, brauchen nicht mehr aus dem Untergrund zu agieren. Wir haben die Möglichkeit, uns offiziell zu betätigen, ja, in Grenzen zugegeben. Aber bei jeder Wahl bisher konnten wir unseren Stimmenanteil vergrößern. Aber
das weiß Rosa doch auch. Aber gerade deshalb haben wir viel mehr zu verlieren. Und das ist es, was Rosa nicht einsieht. Was habt ihr denn erreicht? Dass die Gewerkschaften entscheiden und die Massen nicht mehr gefragt werden. Die Massen haben uns die Stimme gegeben. Die Massen haben die Nase voll von eurem Parlamentarismus. Sie wollen, dass die Partei den Ereignissen vorausgeht und nicht von ihnen geschleift werden. Ihr könnt einen Massenstreik ausrufen, solange er sich nicht als notwendig anbietet. Sobald die Situation reif ist, werden wir auf dieses Mittel nicht verzichten. Im Moment glaube ich allerdings auch, dass wir durch zu große Ungeduld eher verlieren als gewinnen werden, Rosa. Ich fürchte, man verwechselt Geduld mit Bequemlichkeit. Geduld habe ich, wenn es sein muss, für 10. Zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Warum hat sich die Partei nur formal dafür eingesetzt? Vielleicht hat das gehört, so finde ich dir. Doch, Clara hat ganz recht. Ich habe dich von Anfang an gebeten, dich mehr um die Weibersache zu kümmern. So ein bescheidenes, streitsüchtiges Weib wie du sollte sich zu ihrem Geschlecht bekennen. Und die große Politik den Männern überlassen, meinst du das? Tja, wenn sie dazu imstande wären, hätte ich ja nichts dagegen. Trifft immer noch zu, ne? Sie haben gesehen, eine Feministin war Rosa Luxemburg nicht. Genauso wenig wie Hannah Arendt. Beide waren sie Ausnahmeerscheinungen und als solche fühlten sie kein Bedürfnis, sich für andere Frauen einzusetzen. Von heute aus betrachtet erfüllten sie jedoch alles, was Feministinnen sich für und von Frauen wünschen. Und doch war es letztlich etwas anderes, was mich zu ihnen hingezogen hat. Beide von außen betrachtet zu außergewöhnlich starke Frauen haben die Einsamkeit gekannt. Die Traurigkeit, den Liebesverrat, den Schmerz. Diese ihre verborgene Dimension, man könnte es ihr zweites Gesicht nennen, hat in mir ein Gefühl der Nähe entstehen lassen. Ich lese Ihnen nun zum Abschluss einen Brief von Rosa Luxemburg vor, in der ihre Fähigkeit zu leiden und Mitleid zu empfinden zum Ausdruck kommt. Es ist ein Brief aus dem Gefängnis gerichtet an Sonja Liebknecht, der Frau von Karl Liebknecht, ihrem Mitstreiter. Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt. Vor einigen Tagen kam ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht mehr über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere loszuschlagen, dass eins davon blutete. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still, erschöpft, und das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht wie ein verweintes Kind. Ich stand davor und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid. O, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder. Wir stehen hier beide so stumm und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Sonitschka, Liebste, seien Sie trotzdem ruhig und heiter, so ist das Leben und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd, trotz alledem. Als ich diesen Brief zum ersten Mal las, wusste ich, er gehört in meinen Film. Mit ihm konnte ich dem Bild der blutigen roten Rosa, das damals noch bei vielen Menschen vorherrschte, widersprechen. In den 70er Jahren gab es eine Briefmarke mit dem Porträt Rosa Luxemburgs. Und es gab tatsächlich Menschen, die sich weigerten, einen Brief in Empfang zu nehmen, wenn er mit dieser Marke frankiert war. Ich erwähnte schon, dass Briefe für mich wichtige Helfer sind, um mich einer Person zu nähern. Dasselbe gilt für Hildegard von Bingen. Mich ihr zu nähern war einerseits schwieriger, weil die Zeit, in der sie lebte und so endlich entfernt erscheint, eine Zeit, in der man noch glaubte, die Erde sei eine Scheibe. Andererseits fühlte ich mich freier ihr gegenüber. Und das aus demselben Grund. Wenn wir an den Anfang des letzten Jahrhunderts denken, spüren wir noch eine Art von Verwandtschaft. Es gibt Fotos, sogar bewegte Bilder. Aber das Mittelalter? Hildegard wurde im Jahr 1098 geboren und starb 1179. Sie wurde ganz ungewöhnlich für ihre Zeit 81 Jahre alt.
Nonne, Visionärin, Äbtissin, Heilkundige, Forscherin, Komponistin, Gläubige. Ich bin keine Nonne, keine Wissenschaftlerin, keine Komponistin und ich bin protestantisch erzogen. Was also konnte mich zu ihr hinführen? Nur meine Neugierde und meine vielen Fragen. Die wichtigste Frage für mich war, was konnte diese ferne Zeit einer klugen und begabten Frau in unserem heutigen Sinn anbieten? Hatte sie eine Chance, ihre Begabung zu erkennen? Und auf welche Weise konnte sie sie durchsetzen? Die Frauen zu Beginn der sogenannten neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren suchten nach Vorbildern aus der Vergangenheit. Gab es überhaupt welche? Frauen tauchten in den historischen Büchern ja meist nur auf, wenn sie Herrscherinnen waren, wie Elisabeth von England oder Katharina die Große von Russland. Ansonsten wurde die Weltgeschichte von Männern gemacht und von Männern geschrieben. Sie hatten zwar Mütter, Ammen, Gouvernanten, Köchinnen, Geliebte oder Ehefrauen, über die aber offensichtlich kein Wort zu verlieren war. Es sei denn, sie besaßen als Mätressen, wie Madame de Pompadour, eine gewisse politische Machtstellung. Ich zeige Ihnen jetzt den Anfang des Films. Am Ende des ersten Millenniums glaubten viele Menschen, die Welt würde in der Nacht zum Jahr 1000 untergehen. Und sie bereiteten sich mit Kasteiung und Gebeten darauf vor. So wie wir vor dem Jahr 2000 Angst hatten, weil wir den Absturz der Computerwelt erwarteten. Ich habe mir vorgestellt, wie unfassbar es für die Menschen damals gewesen sein muss, als am nächsten Morgen die Sonne wieder aufging und die Welt noch bestand und sie am Leben waren. Die Sonne, das Licht, die Nacht war vorüber, es begann ein neues Zeitalter. Und in dem ersten Jahrhundert der neuen Zeit wird Hildegard geboren und sie empfängt Botschaften vom lebendigen Licht. Die Sonne.
ersten Jahrhunderts einer neuen Zeit erblickt ein Mädchen, Hildegard, das Licht der Welt. Und sie wird die Sprache der Pflanzen, Steine und Tiere verstehen und in ihrem Herzen die Zeichen erkennen, die nur wenigen Menschen offenbart werden. Die kleine Hildegard, wie Sie gesehen haben, lasse ich aus der Unschärfe und Undeutlichkeit des Bildes allmählich in die Sichtbarkeit hineinreiten. Das bedeutet für mich, aus der fernen Vergangenheit kommt sie auf uns zu. Und wir werden sie mit den Augen unseres heutigen säkularen Wissens betrachten. Mein erster Gang war diesmal ins Hildegard-Kloster in Aibingen bei Rüdesheim. Dort traf ich auch Schwester Philippa, die als ehemalige Journalistin für den Kontakt zur Außenwelt zuständig ist. Sie gab mir bereitwillig Auskunft, so wie zuvor Annelies Laschitzer zu Rosa Luxemburg. Sie riet mir, welche Biografie ich lesen sollte, die von Barbara Beuys, denn ich bin krank vor Liebe. Es gibt leider unendlich viel Mist und Kitsch über Hildegard. Und verwies mich ganz besonders auf ihren Briefwechsel. Schwester Philippas einzige Forderung an mich lautete: Bitte, nicht zu viel Kräuter. Machen Sie keine Kräuterliesel aus ihr. Wie Sie vielleicht wissen, ist Hildegard heute vor allem wegen ihrer Kenntnis der Kräuter bekannt. Es gibt Apotheken, die nach ihr benannt sind, Müslis und Tees und alle möglichen Heilmethoden. Nach einer Reduzierung auf ihr Kräuterwissen stand mir aber wirklich nicht der Sinn. Zum Schluss unseres Treffens lud Schwester Philippa mich zu einer Profess ein, die 2 Wochen später im Kloster stattfinden sollte. Eine wirkliche Chance für mich, denn es gibt kaum noch junge Frauen, die Nonnen werden wollen. Ich konnte dann mit dieser Nonne reden und auch mit ihrem Vater, der zur Einkleidungsfeier gekommen war. Ein Handwerker, der sein Missfallen an der Entscheidung seiner Tochter nicht vor mir verbarg. Ich war sehr beeindruckt von der jungen Frau und ihrer so natürlich wirkenden Beglückung darüber, dass sie den Schleier nehmen durfte. Im Mittelalter war es nicht ungewöhnlich, in ein Kloster einzutreten. Hildegard wurde schon als kleines Mädchen als Bezahlung des sogenannten Zehnten fürs zehnte Kind der Kirche vermacht, ohne dass sie hätte Einspruch erheben können. Bei ihr war der Eintritt ins Kloster kein freiwilliger gewesen. Und damit wäre ich wieder beim Thema, das ich auch in der letzten Lesung angesprochen habe. Wie verhält sich ein Mensch, der in eine Zeit hineingeboren wird, die er sich hat nicht aussuchen können, und in eine Gesellschaft, die ihn zu bestimmten Verhaltensweisen zwingen will? Wird er versuchen, wie Hannah Arendt es genannt hat, ohne Geländer zu denken? Hildegards Geländer war das Christentum, die Bibel, die Psalmen, das Wort Gottes. Wie schaffte sie es, innerhalb dieser gedanklichen Grenzen ihre Stärke und ihre eigenen Wünsche zu erkennen? Wie schaffte sie es, sie zu verwirklichen? Sie hatte Visionen und war davon überzeugt, dass sie ihr von Gott gesandt waren. Aber sie war sich zunächst nicht sicher, ob sie darüber reden durfte. Denn man hätte ihr unterstellen können, dass sie vom Teufel stammen. Das hätte Exkommunikation bedeutet. Für einen gläubigen Menschen eine Art von Todesstrafe, die ewige Verdammnis. Ich zeige Ihnen nun die Szene, in der sie wagt, ihrem Beichtvater zu gestehen, dass sie Botschaften von Gott empfängt. Bruder Volkmar, ich habe dich zu mir gebeten, weil ich dir ein Geständnis machen muss. Ich habe bisher zu keinem Menschen darüber gesprochen. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich Gesichter. Schon in meinem 3. Lebensjahr sah ich ein so großes Licht, dass meine Seele erzitterte. Ich habe Dinge gesehen, die andere Menschen nicht gesehen haben. Ich war anders als andere. Ich habe mich dafür geschämt. Das erscheint mir keine Sünde zu sein. Meine Sünde besteht auch nicht darin, dass ich etwas Unrechtes getan habe, sondern darin, dass ich mich geweigert habe, etwas zu tun, das mir aufgetragen wurde.
vor einigen Monaten. Komm, mein feuriges Licht. Sein blitzes Leuchten vom offenen Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und meine Brust und mein Herz wie eine Flamme, die aber nicht brannte, sondern wärmte wie die Sonne. Und ich hörte eine Stimme sagen: Ich bin das lebendige Licht, das alles durchleuchtet. Du, o Mensch, hast den Auftrag, das Verborgene zu offenbaren. Schreib auf, was du hörst und siehst. Und du hast diese Stimme nicht im Traum gehört? Von Bewusstsein. Wovor hast du dich so lange gefürchtet? Von der Zweifelsucht der Mensch. Fürchtetest du nicht vielmehr, dass deine Gesichter nicht von Gott gesandt sind, sondern vom Teufel? In einem so wunderbaren Licht, in einer solchen Herrlichkeit, kann nur der Allmächtige erscheinen. Heute wissen wir, Oliver Sacks hat darüber sehr eindrücklich geschrieben, dass es Halluzinationen sind, die von einer besonders starken Migräne ausgelöst werden können. Da Hildegard ihr ganzes Leben lang kränkelte und sie immer wieder wochenlang das Bett hüten musste, kann man das wohl annehmen. Nachdem sie ihre Gesichte niedergeschrieben hatte, wandte sie sich in aller Demut an Bernhard von Clairvaux, dem mächtigsten Kirchenmann seiner Zeit, damit dieser sie dem Papst vorlege und von ihm beglaubigen ließe. Das war, etwas flapsig ausgedrückt, ihr erster Streich. Hildegard hatte erreicht, dass sie von der Kirche als Visionärin anerkannt wurde. Sie war damit nun nicht mehr zum Gehorsam gegenüber ihrem Abt verpflichtet. Als nächstes befahl ihr die Stimme, ein eigenes Kloster zu gründen und das Kloster, in dem sie bis zu ihrem Tod bleiben sollte, zu verlassen. Ich zeige Ihnen jetzt einen Ausschnitt, in dem sie ihrem Abt mit diesem Wunsch entgegentritt. Ein eigenes Kloster. Die Klause als Wohnstätte wird zu klein für uns. Wer hat dir diese ketzerische Idee eingegeben? Das lebendige Licht hat mir in einer Schau die Städte gezeigt, wo wir unsere neue Wohnstadt errichten sollen. Und wo soll das sein? Wo die Nahe in den Rhein mündet, auf dem Rupertsberg. Das ist besetzt um des Grafen Bernhard von Hildesheim. Wir werden in keine fremden Besitztümer einbrechen. Und wie willst du dieses Besitztum erwerben? Durch die Schenkungen unserer Familien. Die Schenkungen haben sie diesem Kloster gemacht. Ja, aber zum großen Teil deswegen, weil die heilige Jutta sich hier aufhielt. Und jetzt bin ich es, die von den Menschen verehrt wird. Ich werde euch Jungfrauen niemals ungeschützt in eine fremde Gegend entlassen. Unsere Jungfrauen sind hier ebenso wenig geschützt. Was willst du damit sagen? Für den männlichen Geist ist es oft schwerer als für uns, sich gegen die Einflüsterungen des Fleisches zur Wehr zu setzen. Zügle deine Zunge, Hildegard. Durch unsere Anwesenheit hier können wir unserem Bruder nicht helfen, in ihrem Eifer ihr Fleisch zu bezwingen. Wenn hier jemand sein Fleisch nicht bezwingen kann, dann deine Mitschwestern, sie sind es, die meine Brüder zu verführen trachten. Und nicht umgekehrt. Dein Bruder, der meine arme Schwester Clara verführt hat, lebt und gibt sich nicht zu erkennen. Sie aber hat es mit dem Tod bezahlen müssen. Ich kann nur hoffen, dass sie Gott in den hintersten Winkel der Hölle verbannt hat. Und was wünschst du deinem sündigen Bruder? Das Himmelreich? Ich werde noch heute an das Domkapitel schreiben und mich dafür einsetzen, dass du exkommuniziert wirst. Und ich werde morgen wiederkommen. Aus einem Doppelkloster wechselte sie nun in ein reines Frauenkloster, in dem sie laut der Regel der Benediktiner die einzige Autorität war. Was mich an Hildegard faszinierte, war,
wie eine kluge Frau es fertigbrachte, sich entgegen den Regeln ihrer Zeit, heute würden wir sagen, zu emanzipieren. Dabei aber im festen Glauben verharrte, dass sie einzig und allein Gottes Stimme gehorchte. Sie konnte nicht durchschauen, dass es die Stimme ihres eigenen Unbewussten und die ihrer heimlichen Wünsche war. Dadurch verharrte sie in der Vorstellung, dass eine Frau schwach war. Sie betonte immer wieder, ich bin nur eine schwache Frau. Und damit entging sie dennoch nicht dem Zorn der Männer ihrer Zeit. Von vielen wurde sie verehrt, viele aber hätten es begrüßt, wenn sie exkommuniziert worden wäre. Dass es fast 1000 Jahre gedauert hat, bis ein Papst sie heilig gesprochen hat, spricht für diese Hypothese. Auch bei Hildegard von Bingen waren es die Widersprüche in ihrer Biografie, die mich reizten. Einerseits hat sie als Äbtissin und Seherin mit den Mächtigen ihrer Zeit, mit Kaisern und Päpsten korrespondiert, sie sogar ermahnt und ihnen Befehle erteilt, weil diese Befehle ja nicht von ihr, sondern von Gott stammten. Andererseits als eine junge Nonne Richardis von Stade, die sie besonders ins Herz geschlossen hatte, sich von ihr trennen wollte, um selbst Äbtissin in einem anderen Kloster zu werden, verwandelte sich Hildegard in eine ganz gewöhnliche, liebende, vor Leidenschaft und Schmerz sich wie rasend gebärdende Frau. Ich möchte Ihnen nun im folgenden Ausschnitt dies andere Gesicht von ihr zeigen. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Reiß meine Tochter nicht von meiner Seite. Schwester Richarde stammt aus einem bedeutenden Adelsgeschlecht. Und es steht ihr gut an, Äbtissin zu werden. Um Richardis in ihr Kloster und zu sich zurückzuholen, schrieb sie sogar an den Papst, der ihr allerdings eine Abfuhr erteilte. Zuletzt hat sie sich in ihr Schicksal fügen müssen. Ich lese Ihnen dazu einen Ausschnitt aus einem Brief vor, dem Hildegard an Richardis von Stade schrieb. Weh mir Mutter, weh mir Tochter, warum hast du mich wie eine Waise zurückgelassen? Ich habe den Adel deiner Sitten geliebt, deine Weisheit und deine Keuschheit, deine Seele und dein ganzes Leben, sodass viele sagten, was tust du? Nun sollen alle mit mir klagen, die Schmerz leiden gleich meinem Schmerz, die aus Gottes Liebe in ihrem Herzen und Gemüt Liebe zu einem Menschen trugen, wie ich sie zu dir gehabt, einem Menschen, der ihnen in einem Augenblick entrissen ward, so wie du mir entrissen worden bist. Gottes Engel schreite vor dir her, es schütze dich Gottes Sohn und seine Mutter behüte dich. Gedenke deiner armen Mutter Hildegard, auf dass dein Glück nicht dahin schwinde. Dass dein Glück nicht dahin schwinde, das klingt doch wie eine kleine versteckte Drohung, die auch als Vision begriffen werden kann. Denn Richarde stirbt schon ein Jahr später, nachdem sie das Hildegard-Kloster verlassen hat. Und man kommt nicht umhin zu vermuten, dass Hildegard in einem Winkel ihres Herzens ihr den Tod wünscht. Genau wie heutige Frauen es manchmal tun, wenn sie von einem Geliebten verlassen werden. Und nun zu Hannah Arendt. Wo sitzt du? Die Nichte von ihr sitzt im Zuschauerraum. Ich begrüße dich.
Als ich mich nach meiner anfänglichen Abwehr dazu entschlossen hatte, eine Annäherung an ihr Leben und Werk zumindest zu versuchen, hörte ich mir als erstes ihr berühmtes Gespräch zur Person mit Günter Gauss an. Zunächst nur auf Band. Sie erschien mir arrogant und rechthaberisch, Gauss ständig unterbrechend und korrigierend, sodass ich sogleich überlegte, das Projekt noch bevor ich es überhaupt richtig anging, aufzugeben. Kurz darauf sah ich mir dasselbe Gespräch auf einer DVD an und war überrascht, wie anders sie dabei auf mich wirkte. Charmant und bezaubernd. Und ich konnte Gauss, der einmal gefragt wurde, wer sein Lieblingsgesprächspartner oder Partnerin gewesen sei, verstehen, als er sagte, Hannah Arendt. Und er und seine Frau seien richtig verliebt in sie gewesen. Verliebt allerdings war ich noch nicht. Günter Gauss erzählte dazu noch eine Geschichte, die uns ebenfalls erstaunen kann. Hannah Arendt war, sagte er, bevor das Gespräch losging und auch noch während der Aufzeichnung so aufgeregt, dass er Angst hatte, sie könnte aufstehen und das Studio verlassen. Gott sei Dank hat einer der Kameramänner, 1963 waren die Kameras noch Riesenapparate, die nur schwerfällig zu bewegen waren, plötzlich unterbrochen und meinte, er könne so nicht weiterdrehen, da rage ein Nagel aus dem Boden, an dem die Kamera immer hängen bleiben würde, das könnte er nicht akzeptieren. Gauss und Hannah gingen also in die Garderobe zurück, rauchten mehrere Zigaretten, unterhielten sich und kamen an den Set zurück, nachdem das Problem mit dem Nagel gelöst war. Und von da ab war Hannah ruhig, man merkte ihr keinerlei Nervosität mehr an. Es war also ein Nagel, dem wir dieses wunderbare Dokument zu verdanken haben. Später hat Hannah Arendts letzter Assistent, Jerome Cohn, mir in New York bestätigt, dass Hannah jedes Mal vom Lampenfieber gebeutelt wurde, bevor sie eine Vorlesung oder eine Rede halten musste. Ich hatte sie für furchtlos gehalten. Sie war es sicherlich, in ihrer Art auf die Welt zu blicken und sie zu analysieren. Sich vor Menschen zu fürchten, zu denen man öffentlich reden sollte, das war mir vertraut. Das konnte ich nachempfinden. Und nun machte ich mich auf den Weg, wie schon bei Rosa Luxemburg und Hildegard von Bingen, diesmal sogar bis nach New York. Bei meiner ersten Reise dorthin fragte ich Pam Katz, meine Co-Autorin von Rosenstraße, ob sie sich einen Film über Hannah Arendt vorstellen könne. Eigentlich war ich auf eine negative Reaktion, wie meine zu Beginn gefasst. Aber nein, Pam war sofort begeistert. Und sie wollte am liebsten sogleich mit der Arbeit beginnen. Pam ist Jüdin und New Yorkerin, hat also zwei ganz wesentliche Anknüpfungspunkte. Am nächsten Tag fuhren wir zum Riverside Drive und blickten auf das Haus Nummer 370, in dem Hannah Arendt mit ihrem Mann zuletzt gewohnt hatte. Ich kannte die Gegend schon, weil auch Uwe Jonsson, dessen Jahrestage ich verfilmt habe, eine Zeit lang am Riverside Drive wohnte. Jonsson war mit Hannah Arendt befreundet gewesen und es gibt sogar einen Briefwechsel zwischen beiden. Das wusste ich aber in dem Moment noch nicht. Wir fotografierten das Haus und den Hauseingang plus Lobby. Eine erste Annäherung. Ich brauche diese Art von konkreten Bildern. In meiner Fantasie sah ich Hannah dort sofort ein- und ausgehen. Dennoch konnte ich es kaum glauben, dass Pam sich eine Konfrontation mit Hannah Arendt so ohne weiteres zutraute, dass sie nicht genau wie ich erst durch einen Wald von Bedenken hindurch musste. Damit war ich plötzlich zwischen zwei Menschen geraten, die mich drängten, das Wagnis einzugehen. Aber meine beiden Drängler sind keine Regisseure. Ihre Vorstellungskraft muss nicht aus einem Text ein lebendiges, bewegtes Bild erschaffen. Das ist ein enormer Unterschied. Das Schreiben mag nicht leicht sein, aber solange Bilder in der Vorstellung verharren, ist alles möglich und denkbar. Die Arbeit der Regie fängt an in dem Moment, in dem man die Fantasiebilder in sichtbare verwandeln muss. Und genau da beginnt auch die Qual. Um ein Beispiel zu nennen. Ins Drehbuch zu meinem Film Die Bleierne Zeit hatte ich leichtsinnig und lapidar hineingeschrieben, Sie besteigen den Ätna. Ein einziger harmlos klingender Satz. Und dann musste das ganze Team plus Schauspieler sich den Berg hinaufschnaufen. Mir fiel es besonders schwer. Ich war damals noch eine starke Raucherin. Und es stank so intensiv nach Schwefel, dass ich kaum noch atmen konnte.
Zuletzt hat mich unser Oberbeleuchter von hinten anschieben müssen, ziemlich demütigend. Damals habe ich diesen Satz im Drehbuch verflucht. Aber meistens handelt es sich ja um viel schwierigere Umsetzung. Ein Autor schreibt eine bestimmte Stimmung, sagen wir zwischen Tag und Nacht oder im Zwielicht der Gefühle oder auch in einer bestimmten Landschaft. Und dann steht man am Set und diese Stimmung will sich partout nicht einstellen. Die Zeit drängt, der Produzent drängt, weil jeder Drehtag sehr viel kostet und schon ist man gezwungen, Kompromisse zu machen. Hannah Arendt. Es ist leicht zu schreiben, sie ist eine Denkerin oder sie denkt. Wie kann man das in einem Film glaubhaft zeigen? Was war sie überhaupt? Jerome Cohn schreibt dazu, meistens wird sie als Philosophin bezeichnet und oft auch als politische Philosophin oder Moralphilosophin. Aber ich weiß nicht, war Sokrates ein Philosoph? Er war bestimmt ein Denker mit einer großen Liebe zur Weisheit, was auch die eigentliche Bedeutung des griechischen Wortes Philosopheia ist. Aber wissen wir denn, was Weisheit ist? Wir dürfen nicht vergessen, dass Sokrates immer behauptete, nichts zu wissen. War das vielleicht der Grund, warum das Orakel von Delphi ihn zum Weisesten aller Menschen erklärte? Hannah Arendt war eine Denkerin mit einem großen Bedürfnis zu verstehen. Sie hat immer gesagt, sie können gar nicht leben ohne den Versuch, alles zu verstehen, was immer sich ereignete. Und die Zeiten, in denen sie lebte, waren reich an oftmals beispiellosen Ereignissen, die jedes für sich schon schwer zu verstehen waren und in ihrer Gesamtheit noch viel schwieriger. Eine Katastrophe nach der anderen. Oder in Hannah Arendts Formulierung, in Kaskaden wie die Niagara-Fälle der Weltgeschichte. Da die Geschichte des 20. Jahrhunderts und damit auch die Lebensgeschichte Hannah Arendts vollgepackt war mit Ereignissen wie die Niagara-Fälle, wo sollten wir anfangen, ihr Leben zu beschreiben? Bei ihrer Kindheit in Königsberg? Mit ihrem Eintritt ins Seminar von Martin Heidegger, dem Meister des Denkens, wie Hannah Arendt ihn später bezeichnet hat? Mit ihrer Flucht aus Deutschland 1933 über Prag nach Frankreich? Ihrem Exil in Paris, wo sie Walter Benjamin und Heinrich Blücher, ihren späteren Mann, begegnet? Mit dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich und Hannahs Zeit im Internierungslager? Ihrer Flucht von dort nach Marseille und von Marseille über Lissabon nach New York? Sie kennen vielleicht die großartige Filmtrilogie von Axel Corti, geschrieben von Georg Stefan Troller, in dem das Schicksal von Wiener Juden erzählt wird, die über Frankreich nach den USA fliehen und dort zunächst in bitterster Armut leben müssen. Auch Hannah Arendt und Heinrich Blücher hatten kein Geld und sie konnten kein Englisch. Hannah Arendt musste wie ein junges Mädchen als Au-pair in eine mittelständische amerikanische Familie gehen, um die Sprache zu lernen. 1941, da war sie schon 35 Jahre alt. Jeder einzelne dieser Lebensabschnitte hätte einen spannenden, dramatischen Film ergeben können. Was also sollten wir auswählen? Dass wir keinen Liebesfilm Anna Hannah und Marty schreiben wollten, das war uns sehr bald klar. Auch wenn wir dafür sicher viel schneller die Finanzierung gefunden hätten. Wir waren überzeugt, dass ihr Mann Heinrich Blücher der wichtigere Mann in ihrem Leben war. Ich zeige Ihnen jetzt eine Szene, in der ihre Beziehung zueinander und seine Liebe zu ihr deutlich werden. Adolf Eichmann war in Argentinien vom israelischen Geheimdienst gekidnappt worden. In Jerusalem sollte ihm der Prozess gemacht werden. Hannah Arendt bot sich dem New Yorker als Reporterin an, weil sie, wie sie sich ausdrückte, noch nie einen Nazi-Verbrecher ins Gesicht gesehen hatte. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel, es ist eine sehr dunkle Szene. Musst du dir das wirklich antun? Willst du diese grauenvollen Nachrichten aus Europa retten? Erinnerst du dich, wie erschüttert wir waren, wie zerstört? Wie zerstört du warst? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde. Thank you.
Du hast immer allen erzählt, wie klug und mutig ich gewesen wäre, dass ich aus Kurs geflogen bin. Das warst du, mein Herz. Viele Frauen sind im Lager geblieben, weil sie Angst hatten, dass ihre Männer sie nicht finden würden, wenn sie das Lager verließen. Ich hätte dich überall gefunden. Vielleicht auch nicht. Wenn es Sommer war und warm, hatten wir immer die Hoffnung, dass es bald vorbei sein würde. Aber dann, das Warten. Immer mehr Frauen ließen sich gehen und kämpften sich nicht mehr. Wollten sich auch nicht mehr waschen. Lagen nur noch wie ihren Strohsäcken herum. Ich habe versucht, sie anzutreiben. War streng, war freundlich. Aber dann, an einem Abend, es hat den ganzen Tag geregnet und die Strohsäcke fingen an, sich aufzulösen. Da verließ mich plötzlich der Mut. Ich bin so müde geworden. So müde. Dass ich die Welt, die ich liebte, verlassen wollte. Und in dem Moment habe ich dich vor mir gesehen. Wie du mich suchen würdest und mich finden. Verstehst du jetzt, warum ich dich nicht von mir weglassen möchte? Zu meinem Glück erfuhr ich, dass Lotte Köhler, eine Mitarbeiterin und Freundin von Hannah Arendt, noch am Leben war und in New York lebte. Sie empfing mich freundlich, aber skeptisch. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ein Film ihrer Freundin gerecht werden konnte. Hatte auch gerade eine unerfreuliche Erfahrung mit einer Schreiberin gemacht, die sie vor Jahren damals noch und die unveröffentlichten Briefe von Martin Heidegger an Hannah Arendt anvertraut hatte. Diese zimmerte daraus ein kitschiges Theaterstück, das sie sehr erzürnt hatte. Also war Lotte Köhler vor mir auf der Hut. Erst nachdem sie meinen Film Rosa Luxemburg gesehen hatte, wurde sie aufgeschlossener. Und sie erzählte mir, dass Hannah Arendt Rosa Luxemburg sehr verehrte. Sie hatte sogar ein Essay über sie geschrieben. Von Lotte Köhler erfuhren wir dann nach und nach viele kleine Geschichten, die ich in keiner der Biografie hätte finden können. Lotte Köhler stellte auch den Kontakt zu Elisabeth Young Brühl her, der ersten Biografin von Hannah Arendt, die noch bei ihr studiert hatte. Mittlerweile war sie Psychoanalytikerin geworden, was, wie sie sagte, Hannah Arendt nicht erfreut hätte. Auch sie half uns weiter, gerade durch ihren anderen psychoanalytischen Blick. Sie beschrieb Hannahs Fixierung auf die älteren Männer, zum Beispiel Heidegger, Jaspers, Blumenfeld, als Suche nach dem so früh verstorbenen Vater. Unser Hauptansprechpartner aber wurde Jerome Cohn und er ist es bis heute für uns geblieben. Bald wurden diese drei Menschen, Lotte Köhler, Elisabeth und Jerome, für uns so wichtig und vertraut wie der Tribe für Hannah Arendt. Jedes Mal, wenn ich nach New York kam, trafen wir uns zum Dinner und fühlten uns ein wenig wie die liebenden Verschworenen. Als Letzte aus dem Tribe trafen wir die Witwe von Hans Jonas, Lore Jonas, die in einem Altenheim in Philadelphia war. Sie gab uns einen Brief ihres Mannes, der nie veröffentlicht worden ist, in dem Hans Jonas Hannah seine Freundschaft aufkündigt, nachdem er ihre Artikel im New Yorker gelesen hatte. Mittlerweile waren 4 Jahre vergangen. Wir hatten nun fast alle Bücher von Hannah Arendt, alle Schriften gelesen und immer noch waren wir unschlüssig, welche Periode in ihrem Leben wir auswählen und mit welcher Szene wir beginnen sollten. Endlich kam uns die erlösende Idee. Wir konzentrieren uns auf die Eichmann-Jahre. Hannah Arendt fährt im Auftrag des New Yorker nach Jerusalem und wird am Prozess gegen Adolf Eichmann teilnehmen.
Damit hatte ich ein Gegenüber für sie. Ein Mensch aus Fleisch und Blut saß im Glaskasten. Keine abstrakte Idee. Ein Mann, den wir mit ihr zusammen beobachten konnten und wir würden an ihrem Denken teilhaben können. Hannah Arendt und Adolf Eichmann wurden beide in Deutschland geboren, noch dazu im selben Jahr, 1906. Aber was für eine konträre Lebensgeschichte. Ein deutscher nationalsozialistischer Aufsteiger und Bürokrat und eine jüdische Intellektuelle, die Deutschland verlassen musste. Die Philosophin und der Mann, der seine Fähigkeit zu denken freiwillig dem Führer übertrug. Erst mit dieser Lösung unseres Drehbuchproblems verschwand allmählich meine Angst und es erwachte eine vorsichtige Zuversicht. Es war mir danach sehr schnell klar, dass ich, um diese Begegnung zweier Welten glaubhaft darstellen zu können, das authentische Schwarz-Weiß-Material vom Eichmann-Prozess benutzen musste. Ich hatte vor Jahren einen Dokumentarfilm, The Specialist, von Ian Sivan gesehen, in dem es nur um den Eichmann-Prozess ging, ohne noch zu ahnen, dass ich aufgefordert würde, einen Film über Hannah Arendt zu machen. Ich wollte sicher sein, dass ich dieses Material benutzen konnte. Mittlerweile hatten wir eine Produzentin gefunden, die bereit war, sich für den Film stark zu machen. Sie wandte sich an Yad Vashem und konnte erreichen, dass man uns die Ausschnitte, die wir brauchten, zur Verfügung stellt. Ich möchte Ihnen jetzt einen Ausschnitt zeigen, der für mich der Beweis ist, dass Eichmann unfähig war zu denken. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf den Standpunkt gestanden zu jener Zeit. Eid ist Eid. Glauben Sie, dass jemand, der diesen Treueeid schwor, nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht? Nach dem Tode Hitlers ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, am Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann sitzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, meinen Vater. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Haben Sie nie einen Konflikt gefühlt, einen Gewissenskonflikt zwischen Ihrer Pflicht und zwischen Ihrem Gewissen? Man könnte es eher Gespaltenheit nennen. Gespaltenheit. Und zwar eine bewusste Gespaltenheit, wo man sich von der einen Seite in die andere flüchtete und umgekehrt. Man hatte auf sein Gewissen zu verzichten. Bitte? Man hatte auf sein Gewissen, auf sein persönliches Gewissen zu verzichten. Man kann es so ausdrücken, jawohl. Wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, dann wäre alles anders gekommen. Sind Sie anderer Meinung? Wenn die Zivilcourage ebenfalls hierarchisch aufgebaut gewesen wäre, ganz klar. Ja, die Zivilcourage, wenn sie hierarchisch aufgebaut wäre. Dann hätten wir alle Mut. Wie schon bei Rosa Luxemburg und Hildegard von Bingen waren die Briefe meine Hauptquelle, um zu einem Verständnis für ihr politisches und privates Ich zu gelangen. Es gab eine Korrespondenz mit Karl Jaspers, die übrigens zunächst eine Rolle im Film spielen sollte, mit Mary McCarthy, ihrer amerikanischen Freundin, und mit Heidegger, wobei allerdings fast nur seine Briefe erhalten sind. Hannah Arendt hatte sie sorgfältig gesammelt, während er die ihren wohl eher entsorgt hatte. Entweder waren sie ihm nicht wichtig genug oder er hatte Angst vor der Eifersucht seiner Frau. Einen weiteren Briefwechsel gab es mit Kurt Blumfeld, mit Hermann Broch, mit Gershon Scholem und vielen anderen, deren Briefe wir im Archiv der New School, an der Hannah Arendt auch unterrichtet hat, einsehen konnten. Da jeder Mensch jedem anderen Menschen eine jeweils andere Seite seines Wesens zeigt, gelingt es mir aus solchen Kaleidoskop am besten, das Bild eines komplexen Menschen herauszufiltern. Während dieser Lektüre wurde sie mir immer mehr zur Freundin. Und zum Schluss möchte ich Ihnen auch von ihr einen Briefausschnitt vorlesen, der diese Aussage bestätigt.
Von Lotte Köhler nannte sie ein Genie der Freundschaft. Es ist eine Antwort auf einen Brief von Gershom Scholem, der ihr vorgeworfen hatte, dass sie ihr Volk nicht liebe. Sie haben vollkommen recht, dass ich eine solche Liebe nicht habe. Und dies aus zwei Gründen. Erstens habe ich nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt. Weder das Deutsche, noch das Französische, noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder sonst was in dieser Preislage. Ich liebe in der Tat nur meine Freunde. Und ich bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig. Dasselbe könnte ich von mir auch sagen. Danke.